Bist du denn die Mutter des Jungen, den du in Gedanken getragen hast? Ja, das bin ich. Und sein Vater, das ist der, der auf Bitten der Mutter verzeiht und vergibt. Meine Mutter. Meine Frau. Unschuldiges Weib. Verbirg mich. Verbirg mich. Da drin. Der Junge saß auf dem Schoß seiner Mutter. Sie spielten zusammen ihr Leben lang. Der Junge lag an seiner Mutterbrust sein ganzes Leben lang. Gott segne dich, meine Freude. Schlaf denn, teuerster Junge. Ich wiege dich und ich wache. Ich wiege dich und ich wache. Schlaf und träum. Wo ist der Kommandeur? Na, rat mal. Ich bin der Kommandeur. Ja, da sind wir. Alle. Wir alle. Ja, die wissen, hier sind alle. Hey! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Regel doch nicht so. Warte doch mal. Sie sind also der Kommissar. Ja. Was ist das?
Was? Eine Frau. Eine Frau? Schlag diese Kommissar! Sie sind Bolschewik? Ja. Schon lange? 2 Jahre. Gut. Richten Sie sich ein. Was? Auf unserem Schiff? Arbeiten Sie. Was soll das heißen? Wir werden schon zusammen leben. Kleine Werbung. Los jetzt, verschwindet. Na, was ist? Verschwindet. Los, komm. Los, Alan. Los. Vielleicht kann jemand behilflich sein. Sachen. Gepäckträger sind abgeschafft. Danke. Ich trage meine Sachen selbst. Pelagea Vlasova besucht ihren Sohn im Gefängnis. Wie geht es dir, Mutter? Sie müssen sich so setzen, dass ein Abstand zwischen ihnen bleibt, dahin und dahin. Politische Gespräche dürfen nicht stattfinden. Also sprich von zu Hause, Mutter. Ja, Pavel. Bist du untergebracht? Beim Lehrer Vesovchikov. Kümmern Sie sich um dich? Ja. Aber wie geht's dir? Ich bekomme hier zu lesen. Ich hatte schon Sorge, ob sie dich auch genügend unterstützen können. Dein Bart ist stark gewachsen. Ja. Ich war auch bei Smilgins Begräbnis. Die Polizei hat wieder um sich gehauen und einige verhaftet. Wir sind alle dabei gewesen. Das ist politisch. So? Wirklich? Man weiß gar nicht, worüber man reden soll. Dann sind Ihre Besuche ja überflüssig. Zu reden haben Sie nichts. Aber Sie kommen hierher gelaufen und stören uns. Ich trage doch die Verantwortung. Hilfst du im Haushalt? Auch.
Besowtschikow und ich wollen nächste Woche aufs Land fahren. Der Lehrer? Nein. Wollt ihr euch erholen? Ja. Wir brauchen die Adressen. Ach, Pavel! Du fehlst uns allen sehr. Und die Krabbe, na, wirklich Kummer machst du mir. Schwinowski. Ich bete auch für dich. Soll ich aufs Krabbe? Ich verbringe meine Abende einsam bei der Lampe sitzend und dem Lehrer. Wesowtschikow bin ich auch schon eine Last. Von Ihnen erfahrt ihr die anderen Adressen. Die Besuchszeit ist um! Noch eine Minute, lieber Herr, noch eine Minute. Ich bin ganz verwirrt. Ach, Pavel! Was bleibt uns alten Leuten schon übrig, als uns zu verkriechen, damit man uns nicht mehr sehen muss? Wir sind zu nichts mehr nützlich. Ja, noch eine Minute! Was wir wissen, ist vergangen. Die Kluft zwischen uns und unseren Söhnen ist unüberbrückbar. Wir haben nichts gemeinsam. Die Zeit, die kommt, ist die eure. Aber die Besuchszeit ist um. Leb wohl, Mutter. Leb wohl, Pavel. Sorgen Sie sich nicht, er kommt frei, alle kommen frei. Es hat Platz hier. Schaut mich an! Traum, traut mich nicht. Ich zähle. So ist das mit mir. Sehen Sie das Gebäude, das da oben ist? Ja. Sehen Sie die Stahlkonstruktion? Der Stahl, das bin ich. Ihr Typen, ihr lebt davon und ihr meint, ihr seid weiß was, aber ich bin innen drin. Na klar, ich bin der Krane, das da oben sieht. Ich bin es, verstanden? Das Innere und unten der Grund davon. Na klar, ich bin Stahl und Rauch und so weiter. Es ist in Bewegung, Tempo. 25 Stockwerke hoch und ich oben an der Spitze und unten am Grund. Ich mach Bewegung. Hier in den Nullen, ihr bewegt gar nichts. Ihr seid nur Puppen, die zieh ich auf und seh zu, wie sie sich drehen. Ihr seid der Müll, verstanden? Der Abfall, die Asche, die wir über Bord kippen. Na, was habt ihr dazu zu sagen? Ja. Huren! Fuck! Verschwindet von der Erde! Verduftet die Arsche! Könnt ihr nicht gucken, wo ihr hintretet? Was? Weg hier! Los! Kämpfen! Warum wollt ihr das nicht? Los, nimm die Flossen hoch! Flaschenloch! Kämpfe! Flaschenloch, sei kein Vollgrund! Kämpfe oder ich schlag dich zu! Oh.